Scheiße, ich bin Geografie. Jawohl. Also ich bin im Hauptmenü bin ich jetzt. Oh. Ja. Es fängt einfach an, aber wir müssen noch nichts machen. Schaut euch am besten noch gar noch nicht an, es müssen erst alle drin sein, dann kann ich dann starten. Ich habe trotzdem 5 Minuten Zeit, aber wenn gerade das allererste Bild ein bisschen zu einfach ist. Famous Places, seht ihr hier oben rechts. Echt jetzt? Ich denke, wir fangen mit etwas Einfachem an. Sind alle drin bei Famous Places? Du auch, Martin? Also Famous Places, spiele Klick, gell? Ja, also du weißt ja, wie es funktioniert. Du bist beitreten, würde ich wissen. Ja, genau. Also ich könnte jetzt Spiel starten anwählen. Ja, mach mal Spiel starten. Du bist auch drin. Du solltest auch das Gebäude sehen, oder? Ja, genau. Easy, jetzt fängt es an. Ich habe jetzt 5 Minuten Zeit, um das offensichtliche Gebäude zu finden in Australien. Oh, jetzt habe ich es auch gesagt, ups. Du meinst Portugal. Oh ja, stimmt, sorry, ist Portugal. Das ist übrigens in Melbourne, nur dass ihr es wisst. Ja. Haben das schon gefunden? What the fuck, ich habe es schon gefunden, ja. Ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher, welche Seite das soll darstellen. Ich nehme an, das wird etwa plus. Warte. Geht es noch weiter? Nein, fast zu vorne. Schnell eine blöde Frage. Wie tue ich schon weiter mich bewegen? Entweder mit der Musik anklicken, wenn es viele hat, oder in der Mitte plus minus mit den Pfeilen kannst du dich auch bewegen. Bei mir ist gar nichts. Ich habe einfach ein Bild, das ich bewegen kann, nach links und rechts, aber ich gehe nicht vorwärts. Egal, mit Pfeil nicht. Ja, nicht mit den Pfeiltasten. Mit der Maus. Kannst einfach irgendwo anklicken. Genau. Auf den Boden gar klicken. Nicht. Er lügt. Er will nur, dass wir Zeit vergütet. Gut, aber eigentlich, Martin, wenn man ehrlich ist, also wenn du das Gebäude anschaust, dann musst du eigentlich nicht dich bewegen. Das ist eigentlich ziemlich klar und offensichtlich. Aber hast du noch 3 Minuten Zeit, um es zu finden? Es ist halt ein bisschen schwer auf der Map zu finden, das stimmt allerdings. Ah, da ist die Scheiße, Mann. Wahrscheinlich bin ich genau 50 Meter daneben. Ah, ich Trottel, das war vor der Schnurre. Vor der Schnurre. Jawoll! 8 Meter. Scheiße. Hey, er googelt! Was ich google? Das ist sowas von offensichtlich. Natürlich, ich bin am Scherzen. Ich kann doch einfach mal auf das tiefe Niveau von euch, Mann. Nee. Ui! Das ist kaputt. Da hat jemand schlecht geträumt. Ich warte euch nur noch, bis ihr seid, aber wir haben noch 2 Minuten. Also ich kann es. Ich auch. Ich bin der, der auch immer am letzten auf Gas klickt, dass man Summary sieht für die, die schauen im Stream. Es ist also ziemlich klar und offensichtlich, wo da ist. In Melbourne. Haben wir schon gehabt. Ja, das haben wir wirklich auch schon mal gehabt, das stimmt sogar, ja. Also ich kann es im Fall wirklich nicht sagen, ich kann mich nicht bewegen. Das ist mega strange. Wir schauen jetzt noch bei der nächsten Runde an, vielleicht bei der nächsten Map geht es dann wieder. Es ist ein Opernhaus von Sydney. Ich klicke jetzt einfach irgendwo mit an. Wie du willst, ja. Und du weißt, wo das ist, oder Martin? Ich schätze es mal Spanien, aber Nein. Australien. Hallo, das Gebäude. Siehst du es überhaupt? Gut, ich weiß gar nicht, wenn er sich nicht bewegen kann. Wenn er sich nicht bewegen kann, kann er es natürlich auch nicht anschauen. Ich bin intern. Ich bin im Gebäude intern. Okay. Hä? Du kannst mal im Discord... Klick mal auf Return to Start. Geht das überhaupt? Das ist oben links, oberhalb von Zoom-In und Zoom-Out, von den Plus- und Minuszeichen.
der linken Seite. Zurück zum Start, kann ich klicken, ja. Bist du jetzt wieder an einer anderen Ort? Nein, genau dort. Kannst du schnell streamen? Ich habe es eh schon ausgewählt. Zeig es mir schnell, ja, dann mache ich es gerade runter. Ja. Bildschirm. So, et voilà. Hä? Bist du komplett woanders? Ja, Martin? Wollen wir das Spiel schnell neu starten? Ich befürchte ja, ich weiß nicht, aber du bist definitiv nicht in, im Opernhaus von Sydney. Nein, das ist nicht. Hast du denn meine Einladung angenommen? Kann man. Nein. Kann man Moment schnell. Gehen wir aus dem Spiel raus, ja? Und dann nochmal anklicken. Oben, sollte oben dran bei der Glocke sollte sein. Moment schnell. Dann, sorry, ich habe gerade heute einen stressigen Tag gehabt. Alles gut, gerade ein bisschen durch. Schon gut, schon gut. Einfach noch nicht auf. Also den Link hast du mir durchgeschickt? Nein, ich habe da keinen Link geschickt. Du hast auf der Geogesser-Seite oben bei der Glocke hast eine Einladung bekommen. Ah, Moment, vielleicht gehe ich da noch mal schnell retour. Glocke. Oh, im oberen Bereich. Akzeptieren, jetzt. Und jetzt, wenn du jetzt nach links durchsiehst, ist das Opernhaus von Sydney. Ja, genau. Du hast jetzt selbstständig, hast du jetzt noch genau 2 Minuten, um es zu finden. Ich habe jetzt schon alles gesagt, was es ist, von dem her. Dann warten wir noch geschwind. Dass auch der Martin seine Chance bekommt. Er hat auch keine 5 Minuten gehabt, aber so wie ich bei allen gehört habe, haben wir alle auch keine 5 Minuten gebraucht, um es herauszufinden. Ich komme auch schon seit 4,5 Minuten an der gleichen Stelle rum. Ah, da könnten Wilson parkieren. Wilson! Wilson Parking! Oder Man of War Steps. Da hat es einen direkt auf der Bank oben ohne hocken. Hinten hat es einen Jogger. Hat es geklappt, Martin? Bist du drin? Ah ja, schon drin. Jawohl, genau. Ich weiß, ich hatte das schon mal gehabt. Aber falsch ausgewählt. Ja, da hat der Tipp schon gegeben. Martin, ich hoffe, du hast zugelassen, weil du nur noch 40 Sekunden hast. Ich habe euch 1:1 gesagt, was es ist und wo es ist. Es ist im Amburn. Nein, das stimmt eben nicht. Ich frage mich eigentlich, warum heisst das Haus überhaupt so, wie es heisst? Tut man da innen da Opern singen, oder was? Nein, was sind Jodler drin? Ah, Jodler? Wieso heisst es nicht? Das ist ein Volkslied. Wieso heisst es nicht Jodlerhaus von, keine Ahnung, von Sydney? Jodler, Jodler. Die Zeit ist um, Martin. Ja, ich ist einfach, ich klicke jetzt einfach, so wie die Zeit um ist. Ich bin total weiter weg. Hast du gewählt? Ja. Was hast du gewählt? Ich habe jetzt einfach drauf geklickt. 15 Meter bin ich davon entfernt. Shit. Nein, ich auch 15 Meter. Fuck, wir sind beide gleich blöd gewesen. Aber ich bin mir nicht sicher gewesen, ob das Gebilde auf der Seite ob das wirklich eine Treppe soll darstellen soll. Ja, aber dort wo ich anklicke, dann wäre man wirklich, wenn man es von richtig ausgeht. Ich habe überhaupt nicht drauf geschaut, ich habe nicht einmal so reingezoomt. Ah, okay. Ich habe einfach gesehen, es muss die eine Seite sein, weil die Brücke da ist. Und habe einfach dort drauf geklickt. Alle schön auf Play Next Round. Es geht jetzt los.
Ah, shit, das ist ja auch relativ einfach. Nur das Ampel. einzige Problem, das ich jetzt habe, ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Ist das nicht der... Ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ja, im Grunde kannst du schon sagen, es bringt mir eh nichts, wenn ich immer noch nicht weiß, wo genau da ist in dem blöden Land. Es ist Chichen Itza, glaubst Peru. Bolivia, Chile. Wie Schiff Schnitzer. Chichen Itza. Die Bär und die Bär und Wild? Oh nein. Kein Schilderrad, bin ich gerade aufgeschmissen. Hey. Da müsste eigentlich da unten Shit. irgendwo sein, theoretisch. Shit. Ah, da steht sogar. Ah. Ich weiß nicht, auf welcher komischen Halbinsel das Ding liegt, aber ich habe nicht gewusst, dass das so angeschrieben ist. Jetzt ist nur die Frage, finden wir es auch da? Halbinsel. Okay, jetzt muss ich nur noch wissen, welches Land und dann suche ich eine Halbinsel. Ja. Komm schon, Mann. Muss ich wirklich nur näher ranscrollen? Ich weiß nicht genau, wo da ist, auf dieser Kacke. Der Halbinsel. Reserva estatale. Ups. Schon mal einfach wieder das OBS-Fenster. Hat sich einfach minimiert. Unglaublich. Das stört mich. Ich würde auch Soundkontrolle dazwischen können machen. Es muss doch 3 Minuten. irgendwo eine Straße geben, Mann. Fuck. Ja, jetzt bin ich bei Toilette gelandet. Niemand. Ja, das ist natürlich schlecht, Martin. Dort hast du nichts zu tun, eigentlich. Nein, da weiß man, Mann, wo da ist. Also, Hey, da. zumindest Nochmal ein Tempel. Hä? theoretisch. Ich find's Ich nicht. muss roten. Du hast ja schon 3 Minuten Zeit zum Raten. Ja. Das eigentlich sollte es ja noch in dem Bereich dann oben sein, wenn das mit dem angeschrieben ist. Oh. Das ist steht oben. Ah, oh, da Frage jetzt steht's ja! Mann! Da wär's ja gestanden, ich töte. nicht. Ja, jetzt finde ich es natürlich ein bisschen scheiße, weil ich weiß jetzt nicht, welches von denen es ist. Jetzt ein paar von denen. Fuck. Ich weiß die Gesamtbetitelung davon, aber ich weiß nicht genau, wo wir hier sind, ob das der Haupt ist oder nicht. Das Maya-Dings da. Ja, ist das der Haupttempel oder nicht? Okay, Mexiko. Korrekt, erst. Halbinsel. Ja, da gibt es noch etwas. Wie hast du das genannt? Chichiricha. Ja, Chichen Chichi. Chichen Bella Okay. Pechicho. Da haben wir eine Halbinsel. Das ist das Einzige, was aussieht wie so eine Halbinsel. Ich glaube, es muss hier sein. Mich das so anschauen. Ich muss mich da nicht großartig bewegen. Okay. Schau göttlich. Ich gehe einfach irgendwo reinzoomen und dann steht einfach Chichen Itza. Danke, Steven. Na, schon gut. Aber wo da? Ja, das ist leicht problematisch, aber es ist eigentlich, wenn ich da richtig anschaue, ist es eigentlich nicht schwer. Zurück zum Also ich würde mal Start. sagen, es müsste ja fast ein Fotosymbol haben. Nee. Das ist ein Punkt, wo man föteln. Also wenn ich reinzoome, 40 taucht das Sekunden, so aus. Kinder, haben da noch. 40 Sekunden. Also eigentlich kann es ja nur einer von diesen Tempeln sein, wo man da anschaut. Wenn man es auf die Google Maps Map anschaut.
Drei, ich habe bis jetzt überhaupt nichts gefunden. Eins, okay, egal. Null. Make a guess, geht's? 2,7 Kilometer. Was? So viel? Ich habe auf Chicharica oder wie das heisst draufgeklickt. Ich bin 19 Meter vom Ziel entfernt. Was? Ja. Chichen Itza, Mann, du findest es. Okay, also für das, was ich einfach nur mit angeklickt habe, bin ich recht gut gewesen. 44 Kilometer entfernt. Nein, das ist nicht schlecht, ja. Ja, Misaki, was hast du genommen? 3000 Kilometer. Hä, wo bist denn du gewesen? Ich dachte, das ist irgendwo Peru. Aber nein, Chichen Itza ist auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko. Und Yucatan ist angeschrieben sogar. Also hätte er nicht Halbinsel gesagt und ja zum Maya-Tempel und Chiche irgendetwas, dann hätte ich vermutlich irgendwo da drunter geklickt. Das ist ein Aztekentempel, meinte ich. So, gehen wir nächste Runde. Ja, next round und jawohl. Go! 5 Minuten. Ja gut, da wird es ein bisschen problematischer vielleicht. Oh. Weil ich genau als erstes noch blöde Kühe gesehen. Ross. Es sind Ross. Bright Angel Trail, Phantom Ranch, Plateau Point, Tonto West, Tonto East. Fahrenheit, ja, da habe ich auch irgendwo gerade gelesen vorher. Es gibt nur ein Land, das das benutzt eigentlich. So exzessiv. Was ist mit... Ja, ich habe schon gefunden, wo es ist. Es steht ja gerade auf dieser Kacke auch gerade. Dann, ich klicke immer einmal zu weit vor, einmal zu weit hinten. Hätte ich nie jetzt gemacht, wenn ich dich wäre, ehrlich gesagt, ja. Grand. Don't suffer, hike smart. Don't suffer, hike smart. Don't suffer, hike smart, steht dort. Dass ihr ja wisst, dass ihr solltet smart euch bewegen. Das ist doch, glaube ich, da irgendwo. Moment, das ist Dingens. Da, nein, da ist es genau. Da, genau. Ich glaube, hier ist eher das Hauptproblem, um genau den Ort zu finden. Miles. Oh shit, da muss ich wirklich ziemlich nah runterzoomen, bis wir... Ah, okay. Ja, easy. Danke. Schon gefunden. Also wenn es 5 Miles da hin geht und 1,5 Meilen nach Tonto West... Bist du eigentlich in Tonto... Wenn es Tonto West heisst, müsste es ja in Tonto West sein. Plateau Point. Da wird der Plateau Point gefunden. Schist Camp. Ich finde den Plateau Point nicht. Fünf Meilen. Oh Gott. Hoppy Point, Mojave Point, der Abyss Point. Monomon Creek, das ist mehr als 5 Meilen, da kann es nicht mehr sein. Wo ist der scheiß Plateau Point? Oder Tonto East. South Rim, 4,5 Meilen.
Weniger als eine Minute haben wir noch. Ich habe keinen Plan, das ist, ich muss roten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgewählt. Aber das müsste doch schon da sein. Was? Ich sag da, 10 Sekunden haben wir noch. Was? Okay. Aber ich bin meiner Gedanken vorsichtig gelegen. Gessen, bitte. 5 Sekunden, 3, 2. Nein, musst du jetzt gessen? Ja, nein, ich muss erwarten, bis der scheiß Countdown runtergeht. Aha. Scheiße, verdammte 2,7 Kilometer. Oh nein! Das war dort oben gewesen. Shit. 2,8. Ich bin 164 Kilometer. Ich 153. Ah, das ist da. Ah, da wäre der Tonto Trail gestanden. Ah, da wäre sogar ein Trail, Mann. Ich habe den einfach nicht gefunden. Ich habe immer noch Bright Angel gefunden. Fuck. Ja, da habe ich nicht erwartet. Ah, das ist dort. Okay, ja. Alles klar. Ich habe dann probiert mit dem auf der Map neben auf dieser Wandermap hat es so eine Map gesehen. Und ich habe gedacht, hey, das ist doch bestimmt der Trail, der da unten steht. Hat eins zu eins wieder unten ausgesehen. Aber hat nicht gestimmt. Bei Bright Angel hat habe ich mich gefunden. Naja. 612 Points. Angie. Mhm. Wo bist denn du gsi? 270 Kilometer weiter unten habe ich den Tonto National Forest gesehen. Und habe einfach mal aus Sicherheit einfach mal dort drauf geklickt, weil. Ja. Ja, nicht ganz. Grand Canyon wäre es gewesen, aber Grand Canyon ist halt leider sehr, sehr gross. Nicht so schlimm. Hey, ja. Und play next round. Zeit läuft ab jetzt. Ui. Das ist die chinesische Mauer. Ja, hab ich auch gesagt. Okay, das ist... Da muss ich jetzt wortwörtlich passen, das kenne ich nicht. All die anderen, die ich vorher hatte, die drei habe ich plus minus gewusst, aber das kenne ich echt gar nicht. Ich komme mir nicht mal bekannt vor, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber es sieht nach Holland aus, weil einfach alles so, ja, orange ist. Ja, ist gut, also wenn, ich würde es gut finden, wenn du nicht im Stream noch kommst, gell? Oh, schon bis zum Streamen. Ja. Das Land wüsste ich, aber wo? Ist so, Deutschland? Bin ich wieder. So. Ja, natürlich ist Deutschland, jawohl. Also. Scheibe, wo ist das? Schloss? Das kenne ich nicht. Du weißt schon, wie das. Das kenne ich nicht, da muss ich ehrlich sagen. Ist das denn? Wo ist das? Ich kann das Schloss. Ich liebe Schlösser. Hat ein bisschen viel Wasser rundherum. Ah, noch 1735. Ich weiß wo. Ja, es ist, das ist jetzt viel zu einfach gewesen. Mal schauen, von welcher Seite. Ein bisschen mehr, weniger als 3 Minuten. Schon ist nach Deutschland.
Fickt euch, Kinder. Das ist nicht Deutschland, das ist das Schloss Kronborg. Das Schloss heißt Kronborg. Ja, habe ich auch schon gefunden, dass Kronborg heißt. Ich weiß auch nicht, wo. Da ist. In Dänemark. Ja, genau. Aber die Architektur, habe ich auch gedacht, das müsste nördlich, entweder nördliches Deutschland sein oder nördlicher als Deutschland, also Dänemark. Ich weiß noch nicht, wo das sich befinden soll. 2 Minuten haben wir noch. ...1753 ist erbaut worden. Mhm. Ich muss bald einen Wild Guess machen, weil ich habe echt null Ahnung, wo das könnte sein und ich habe keine Lust, um da ewig rumzusuchen. Ich komme irgendwie mir nicht raus. Ich bin mir auf einem gewissen Weg, aber ich komme da nicht weiter. Das Problem habe ich auch hin und wieder mal. Eine Minute. Ah, Scheiße, 46 Meter. Hä, das kann doch nicht sein. Aha. Nee. Aalborg. Dreißig Sekunden. Das ist ein bisschen nördlicher von Kopenhagen. Nördlich. 15 Sekunden. Nein. Zeitig gesehen. Naja. So. Wie viel Meter hast du gehabt, Robby? 46. Nein, 55. Das ist also ein Schloss, wo wir mal anschauen könnten, Steven. Ja, so bin ich bis auf Dänemark gefahren. Das Schloss ist aber geil. Nacht zog nach Hamburg. Ja, Zeit abgelaufen, wir müssen einen Guess machen, Kinder. Ah, 34 okay. Kilometer, shit. Ah, 25 Kilometer. Ja, dort. So, ihr sind hoffentlich alle bereit, denn es geht jetzt los! Oh super, und das erste Mal, ich sehe schon Katze. Oh Gott! Ah, das weiss ich, wo da ist, öppe. Ich muss passen. Also ich weiss zwar, was es ist, aber ich weiss nicht genau, wo das ist. Ich hätte gesagt, irgendwo. Ja, das könnte noch täuschen. Was kann ich da überlegen? Also ich muss jetzt gerade. Wo ist das jetzt genau schon wieder? Ah, fuck. Das ist bei Galileo gekommen. Shit, komme ich nicht raus. Was erwartest du von dem Land? Sind das nicht die Steinkrieger da? Wie heissen die? Ja, ja, da, ich überlege gerade wieder, wie es heisst. Dann fällt mir wahrscheinlich auch gerade wieder ein, was es wäre. Aber wie haben die schon da geheissen? Das sind doch die, wie hat es geheissen? Die, nein, sind wir mehr als 1000. 100.000. Krieger da, die den Königin beschützen. Hä, kann man da nicht raus? Kannst du nur im Kreis? Terrakotta-Armee, jetzt kann ich es. Ah, ja, genau. Der Fritz nebenan hat ja so eh ausgestellt. Beim Bahnhof Unger. Ja, vielleicht hast du das auch schon gesehen. Da muss ich passen jetzt. Da muss ich irgendwo etwas auswählen. Wo ist der? Was? Ich glaube, ich war es gsi. Wie nah bist du? 673 Kilometer.
Mann schießt mit Pfeil und Bogen auf Menschen. Na super. Das sind News, die man braucht. Mhm. Ist es das gewesen? Hm. 2,5 Ach, Minuten. Hätte ich in dieser verfickten Doku besser aufgepasst. Ja. Irgendwo da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwo. Ich klicke jetzt einfach. Scheiße, ich traue mich nicht auf Gäste drücken. Oh Scheiße. Haben wir schon 5 Türen? Ei, ei, ei. Es ist ja schon 4 Türen. Ach, egal, ich klicke drauf. Scheiß drauf. Ich bin voll nicht mehr sicher, wo das war. Ich bin auch nicht mehr. China ist halt riesig. Ich habe es mit X geschrieben. Ich glaube, Xiang oder irgendwie sowas. Ist nicht S. Ich habe keine Ahnung. Es könnte auch Xia Zhuang sein, theoretisch. Aber ich bin mir echt auch nicht mehr sicher. Fuck. Ich habe nur so grob die Karte noch im Kopf von der Doku, die es reingezoomt hat. Oder ist Xiang der komische Kreis oder Kanton, wie immer das in China unten heisst? Mit Xiang bist du richtig. Ja, aber da gibt's, das ist wahrscheinlich der Kreis und mit dem finde ich niemals einfach so wahrscheinlich, so wie ich mein Glück kenne. Also. Ich würde behaupten, Xi'an müsste auf der Karte sein. Das ist gross drauf. Ja, genau. Sehr gross. Wenn es dort in der Region ist, ist es gross drauf. Ich kann mir vorstellen, dass es das Xi'an ist, das ich da unten habe. Es ist eher mittig, glaube ich. Also, zwischen Meer und der Mongolei war es, glaube ich, eher mittig gewesen. Das ist doch niemals das Xi'an. Das wäre ja schon am Anfang richtig gewesen. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht. 30 Sekunden. Hm. Hm. Wirklich da? Nein, niemals. Ich entscheide mich jetzt so. Xiang, mal schauen, ob es funktioniert. Oh! Golden Monkey Naturreservoir. Es geht noch 21 Kilometer daneben. Was? Zeit abgelaufen, make a guess. Da ist aber einer noch mehr. Ah. 62 Kilometer, ah shit. Ist doch gesehen. 32 Kilometer. Hey, was läuft mit euch? Und dann heisst es ich googeln. hätte ich jetzt so Alex. Gesummt. Würde gestorben mit der Terrakotta-Armee? Ja, wenn du ganz runter scrollst. Ja, lustig. Fiu Sumari. Ja, das Mausoleum. Game Breakdown. Ah. Misaki, ist sehr schlecht gewesen das Mal. Wo sag ich, theoretisch das hätte so das Einfachste sein. Gott, willst du dich fragen, so viel... Tokus? Nein, der ist jetzt schwer gewesen. Allgemeinwissen. Also auf den Misaki sind alle näher als ich. Misaki ist sehr weit weg gewesen. Ja. Diesmal bin ich Zweiter geworden, Robi hat wieder Erste. Gut, sind auch Famous Places gewesen, da gibt es so viel dazu sagen. Dank dir, ja. Wieso? Weil du das mit dem Tempel dort so halb verraten hast. Ja, das stimmt, hätte ich lieber nicht gesagt. Nächstes Mal gibt es keine Tipps mehr von mir.